Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Kaffee TV. Heute im Test mal wieder ein Kaffee-Vollautomat und zwar der Melitta Avanza. Dieser ist aus der Series 600 Serie. Ein sehr kompakter Kaffee-Vollautomat, der ist laut Melitta aber auch mit den großen Kaffee-Vollautomaten aufnehmen kann. Er bietet nämlich unter anderem einen großen Wassertank, einen großen Bodenbehälter und kann neben den klassischen Kaffeegetränken sogar auch Milch aufschäumen. Starten wir mit den Key Facts. Der Vollautomat kostet knapp 500 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Ich habe ihn euch unten in der Videobeschreibung aber auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr dann den aktuellen Preis überprüfen, weil meistens ist er doch deutlich günstiger erhältlich. Von den Maßen ist er sehr kompakt. Das Größte ist eigentlich die Tiefe. Hier haben wir knapp 45 cm. Ansonsten haben wir von der Breite nur 20 cm. Und auch die Höhe ist mit 32,5 cm noch angenehm niedrig, sodass es kein klobiger, großer Kaffeevollautomat ist, der die Küche komplett einnimmt, sondern hier haben wir einen Kaffeevollautomaten, der wunderbar auch in kleinen Küchen Platz finden kann. Wir haben eine Nennleistung von 1450 Watt. Ein 1,5 Liter Wassertank und ein Bohnenbehälter, der bis zu 250 Gramm Kaffeebohnen fassen kann. Was die Avanza-Serie ausmacht, ist die einfache und innovative Bedienung. Das sage ich tatsächlich aus Überzeugung, weil ich habe den Kaffeevollautomaten die letzten 2 Monate tatsächlich als mein Hauptgerät benutzt, habe so ziemlich alles ausprobiert und natürlich auch richtig viel Kaffee damit zubereitet. Man sieht es ja sehr schön hier an dem gut erreichbaren Bedienpanel, was nicht von Tasten und noch mehr Tasten überlastet ist, sondern wir haben ein sehr übersichtliches Bedienfeld, was sehr schön ohne Touch funktioniert, sondern wir haben hier noch richtige haptische Buttons, worüber wir alles perfekt regulieren können. Wir haben unter anderem eine individuell einstellbare Kaffee- bzw. Wassermenge. Hier reicht es von 20 mm auf der niedrigsten Stufe über diesen Drehregler bis dann 220 Milliliter auf der größten Stufe und da kriegen wir dann auch problemlos einen ganzen Kaffeebecher gefüllt. Hinzu kommt, dass wir einen Kaffee und zwei Kaffee auf Knopfdruck zubereiten können. Wir können die Kaffeestärke ganz einfach über einen Druckknopf zwischen einer und drei Kaffeebohnen variieren und wir haben die Möglichkeit, eine Milchtüte anzuschließen, sodass wir dann über den angebrachten Cappuccino-Milchaufschäumer auch ganz schnell und einfach Milchschaum zubereiten können. Der Wassertank des Vollautomaten hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern, ist trotz dieser kompakten Maschinengröße also richtig, richtig groß. Der Wassertank kann optional noch mit einem Wasserfilter bestückt werden. Dieser ist allerdings optional erhältlich, muss ungefähr alle 6 Monate ausgetauscht werden. Der Wasserfilter soll dann dafür sorgen, dass die Maschine noch seltener entkalkt werden muss und man ein noch leckereres Kaffeeergebnis bekommt. Der Wassertank lässt sich einfach und gut einsehen. Über das Sichtfenster können wir gut den Wasserstand ablesen. Die Maschine meldet sich aber auch, sobald der Wassertank sich dem Ende zuneigt. Dann stoppt der Brühvorgang und weist einem auf den leeren Wassertank hin. Der Wassertank kann einfach abgenommen werden. Dafür haben wir oben eine Klappe, die lässt sich einfach öffnen. Darunter finden wir dann einen Griff, worüber wir den Wassertank dann einfach leicht nach oben und schließlich zur Seite abziehen und befüllen können. Der Wassertank lässt sich gut anfassen. Ich hätte mir beim Wassertank allerdings etwas mehr Standfestigkeit gewünscht, wenn man ihn doch mal auf eine flache Oberfläche abstellt. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Wassertank zufrieden. Er ist gut und griffig in der Hand zu halten und lässt sich auch einfach wieder an die Maschine andocken, wenn man ein bisschen das Gesamtsystem dahinter verstanden hat. Der Behälter für die Kaffeebohnen verbirgt sich unter einer kleinen Klappe auf der Oberseite, ist dementsprechend hervorragend erreichbar zum Befüllen mit Kaffeebohnen. Wir haben nur diesen einen Bohnenbehälter, was entsprechend natürlich auch der kompakten Maschinengröße geschuldet ist. Dafür haben wir hier ein Gesamtfassungsvermögen von bis zu 250 Gramm Kaffeebohnen, sodass ich den Kaffeebohnenbehälter immer nur maximal einmal die Woche wieder mit Kaffeebohnen befüllen musste. Die Besonderheit bei diesem Kaffeebohnen
Vollautomaten ist, ihr werdet es auch gleich bei der Zubereitung hören, dass wir ein sehr geräuscharmes Stahlkegelmahlwerk haben, was individuell fünfstufig einstellbar ist. Das heißt, wir können fünf unterschiedliche Mahlgrade einstellen. Am Anfang soll man da allerdings noch keine Einstellungen vornehmen, sondern erstmal den Vollautomaten ein bisschen nutzen, bevor man das Mahlwerk individuell anpasst. Die Besonderheit ist aber, wie gesagt, dieses unglaublich leise Mahlwerk. So ein leises Mahlwerk habe ich bei einem Kaffeevollautomaten noch nicht gehört. Es können im Service-Menü noch weitere Einstellungen vorgenommen werden. Wir können unter anderem die Kaffeetemperatur anpassen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass der Kaffee richtig schön heiß aus der Maschine kommt. Die Messung hat ergeben, dass wir knapp 77 Grad haben bei dem Kaffee, wenn wir ihn in eine kalte Tasse laufen lassen. Und auf der kleinsten Temperaturstufe haben wir noch knapp 72 Grad. Ansonsten ist die Bedienung einfach und innovativ. Zur Zubereitung eines Kaffees drehen wir einfach hier oben an dem Rad erstmal ein bisschen, um die gewünschte Kaffeemenge einzustellen. Dann können wir die Stärke individuell über diesen kleinen Druckknopf anpassen und drücken dann einfach einmal die Zubereitungstaste, was ich jetzt auch machen werde. Dann werdet ihr jetzt schon hören, dass das Mahlwerk wirklich angenehm leise ist. Und jetzt bereitet die Maschine schnell und einfach einen Kaffee zu. Das Kaffeeergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Ihr seht jetzt, obwohl ich hier eine 300 ml Tasse habe, ist die schon ziemlich gut gefüllt mit diesen maximal 220 ml, die ausgegeben werden können. Wir haben zudem auf dem Kaffee jetzt auch eine richtig schöne Crema und auch geschmacklich gibt es beim Kaffee nicht zu beanstanden. Die Melitta Avanza wirkt optisch wirklich sehr ansprechend, was unter anderem an den Chromelementen, dem verstellbaren Kaffeeauslauf oder auch den Drehreglern liegt. Zudem haben wir hier vorne so einen Edelstahl-Look, obwohl tatsächlich die Maschine komplett aus Kunststoff besteht. Trotzdem macht sie einen hochwertig verarbeiteten Eindruck, da wackelt nichts, da klappert nichts und die ganzen Kanten schließen wirklich sauber bei der Maschine ab. Der Kaffeeauslauf ist individuell in der Höhe einstellbar. Das ist eine stufenlose Verstellung. Wenn wir ihn auf die maximale Höhe einstellen, passen auch Gläser problemlos darunter, die eine Höhe von bis zu 13-14 cm haben. Das heißt, auch große Latte Macchiato Gläser finden darunter problemlos Platz. Die Besonderheit ist ja, dass wir hiermit auch Milchschaum zubereiten können mit der Maschine. Dafür haben wir hier an der Seite den sogenannten Cappuccino Store. Das ist im Grunde eine Milchaufschäumdüse, die wir dann natürlich auch auf die Tasse bzw. unter die Tasse stellen müssen, wenn wir Milchschaum zubereiten möchten. Dafür haben wir an der Seite so einen kleinen Schlauch, den wir abmachen können. Und dieser Schlauch wird dann ganz einfach in eine handelsübliche Milchtüte gepackt. Laut Melitta muss es unbedingt auch gekühlte Milch sein. Ich habe jetzt hier fettarme Milch mit ungefähr 1,5% Fettanteil. Und dann kann man ganz einfach mit diesem Schlauch in der Milchtüte Milchschaum mit der Maschine zubereiten. Um Milchschaum zuzubereiten, müssen wir hier ganz rechts die Milchschaumdüse bzw. die Dampfbezugtaste drücken. Wenn wir diese drücken, heizt die Maschine auf. Sobald die Maschine dann aufgeheizt ist, was ca. 20 Sekunden dauert, können wir über diesen Drehregler dann die Milchschaumausgabe starten. Man muss sicherlich mit der Milch etwas rumexperimentieren, mit welcher das am besten funktioniert. Bei einigen Sorten hatte ich es tatsächlich auch, dass da im Grunde nur heiße Milch am Ende rauskam, kein richtiger Milchschaum. Hier ist die Konsistenz jetzt mit der fettarmen Haarmilch gerade noch in Ordnung, aber wie gesagt, das muss man so ein bisschen individuell anpassen, je nachdem, welche Milch man da verwendet. Entscheidend ist tatsächlich, dass es sehr einfach ist, das heißt, dass man den Schlauch einfach in die Milchtüte packen kann, um dann ganz einfach Milchschaum mit wenigen Handgriffen zuzubereiten. Wenn man dann den Milchschaum in dem Glas schon drin hat, dann kann man natürlich auch ganz einfach noch Kaffee hinzufügen, zum Beispiel einen Espresso, um dann den Latte Macchiato zu bekommen.
Dafür drehen wir dann logischerweise den Drehregler für die Kaffeemenge etwas wieder runter und drücken dann wieder die Zubereitungstaste für den Kaffee. Hier haben wir jetzt den fertigen Latte Macchiato. Die Schichten sind sicherlich nicht hundertprozentig perfekt, weil gerade am Anfang war das Milchaufschäumen nicht ganz optimal. Doch hier oben sieht man, wir haben oben eine richtig schöne Krone von einem cremigen Milchschaum. Doch wie gesagt, da muss man dann ein bisschen mit unterschiedlichen Milchsorten variieren und natürlich auch zusehen, dass dieser Milchaufschäumer bzw. die Milchaufschäumdüse auch wirklich immer sauber ist. Kommen wir jetzt mal zur Reinigung der Maschine. Auch hier starte ich mit dem Milchaufschäumer. Das geht schnell und einfach. Dafür füllen wir einfach ein Behältnis, in diesem Fall jetzt so ein kleines Kaffeekännchen mit klarem Wasser. Holen den Schlauch aus der Milchtüte, spülen ihn etwas darin ab, drücken dann wieder den Dampfbezug, dann heizt die Maschine auf und dann spülen wir einfach das klare Wasser einmal durch den Milchaufschäumer und dann ist die Reinigung auch schon abgeschlossen. Das heißt, der Milchaufschäumer wirklich schnell und einfach gereinigt. Allerdings muss man bedenken, dass natürlich auch der Rest, die Brühgruppe und natürlich auch der Auffangbehälter für den Kaffeesatz hin und wieder gereinigt werden muss. Der Reinigungsaufwand der Avanza ist insgesamt sehr gering. Natürlich muss der Wassertank hin und wieder mit Spülmittel etwas gereinigt werden. Nach ungefähr 6 bis 7 zubereiteten Kaffeegetränken leuchtet hier oben dann aber auch das Symbol auf, dass jetzt mal wieder der Auffangbehälter für den Kaffeesatz und die Abtropfschale entleert werden muss. Hierfür können wir dann das ganze Konstrukt inklusive der Abtropfschale nach vorne aus der Maschine rausziehen. Wichtig hierbei ist, dass wir das Ganze vorsichtig rausziehen, weil immer relativ viel Tropfwasser gerade in der rückwärtigen Schale vorhanden sind, sodass man, wenn man das Ganze zu schnell rauszieht, etwas Wasser überschwappen kann. Hinzu kommt, dass das insgesamt eine sehr feuchte Angelegenheit ist, sowohl im Kaffeesatzbehälter als auch in der Abtropfschale. Das heißt, hier muss man wirklich vorsichtig sein, wenn man das Ganze entleert. Außerdem empfehle ich das Ganze immer auch gleich wieder mit etwas Spülmittel abzuwaschen, weil so hat man doch dann, wenn man wirklich mal eine intensive Reinigung von der Maschine vornimmt, etwas weniger Reinigungsaufwand. Ein weiterer Punkt, der als Reinigung hier durchgeführt werden muss, ist die Brühgruppe. Diese erreichen wir über eine Serviceklappe an der rechten Gehäuseseite. Diese Klappe lässt sich einfach öffnen und dann abziehen. Und darunter finden wir dann eine relativ große überdimensionierte Brühgruppe, die wir auch wieder mit einem kleinen Hebel lösen können und dann ganz einfach über diesen Hebel aus der Maschine rausziehen können. Die Brühgruppe sollte nach Möglichkeit einmal die Woche gereinigt werden. Dafür reicht es, wenn sie einfach mit kaltem Wasser einmal abgespült und dann mit Küchentüchern trocken gewischt wird. Wichtig ist, dass die Reinigung auch wirklich durchgeführt wird, weil sonst kann es vorkommen, dass die Kaffeereste durch die Wärme, durch die Feuchtigkeit in der Brühgruppe anfangen zu schimmeln. Die Brühgruppe muss zudem zusammen mit der Maschine ungefähr alle 1-2 Monate einmal mit einem kleinen Reinigungstab bzw. einer Reinigungstablette gereinigt werden. Dieser Reinigungsaufwand beträgt nochmal ca. 15 Minuten und wird durch ein spezielles Clean-Programm bei der Maschine durchgeführt. Der wöchentliche Reinigungsaufwand der Brühgruppe ist sehr gering, weil sie sehr einfach aus der Maschine rausgenommen werden kann und auch genauso einfach wieder reingesetzt werden kann. Dafür schiebt man sie auch wieder einfach in das Maschinengehäuse hinein, schließt wieder den Hebel und anschließend schließt man einfach noch die Serviceklappe und die Maschine ist wieder einsatzbereit. Wir können an dem Vollautomaten auch noch einige individuelle Einstellmöglichkeiten vornehmen. Das funktioniert über die Service-Taste, wenn wir diese 2 Sekunden lang drücken. Dann kommen wir nämlich in das Einstellungsmenü, wo wir unter anderem die automatische Ausschaltzeit einstellen können. Hier sind Zeiten zwischen 30 Minuten und 8 Stunden möglich. Zudem können wir die Wasserhärte anpassen, können die Ausschaltspülung aktivieren oder deaktivieren, können den Wasserfilter einsetzen und natürlich das eben schon angesprochene Clean-Reinigungsprogramm mit der Reinigungstablette durchführen und aber natürlich auch das Entkalkungsprogramm. Zudem können wir die Brühtemperatur individuell anpassen. Bei einer Kaffeebohne haben wir eine geringe Brühtemperatur, bei 3 Kaffeebohnen die maximale.
Kommen wir jetzt abschließend noch zum Gesamtfazit. Mir hat der Avanza von Melitta in den letzten Wochen viel Spaß gebracht. Aufgrund dieser einfachen, innovativen Bedienung. Die Kaffeezubereitung geht schnell. Man muss nicht durch viele Menüs und Untermenüs drücken, um dann deinen gewünschten Kaffee zuzubereiten. Allerdings hat man auch nicht so viele individuelle Einstellmöglichkeiten. Halt nur die Möglichkeit, die Wassermenge und die Kaffeestärke individuell zu variieren. Mit dem Cappuccino-Milchaufschäumer funktioniert das eigentlich ganz gut und auch der Reinigungsaufwand hält sich insgesamt in Grenzen, wobei ich das mit dieser relativ vollen Abtropfschale nicht ganz optimal gelöst finde. Ansonsten bietet die Maschine einen guten großen Wassertank, der hervorragend erreichbar ist, einen großen Bohnenbehälter und insgesamt ein schickes, ansprechendes Design. Der große Pluspunkt ist und bleibt aber diese Kompaktheit, die wir sonst nur bei wenigen anderen Kaffeevollautomaten finden. Das war jetzt der ausführliche Test zum Melitta Avanza. Solltet ihr zum Vollautomaten noch irgendwelche Fragen haben, schreibt diese gerne als Kommentar unter das Video. Vielleicht habt ihr den Vollautomaten ja auch selber zu Hause, habt eigene Erfahrungen gemacht. Da bin ich natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn euch das Video ansonsten gefallen und weitergeholfen hat, lasst gerne einen Daumen und wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video von Kaffee TV.